Donnerstagabend, 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Trading Insights Webinar. Ich begrüße alle recht herzlich und heiße auch den Ingmar in der Runde willkommen. Ja, wunderschönen guten Abend, René. Wunderschönen guten Abend in die Runde. Ja, letzte Handelswoche schaut entschieden dem Ende entgegen und ich habe hier gerade schon mal die Übersicht über die Kakao-Futures. Absoluter Wahnsinn, was dort weiterhin abgeht. Heute gab es zweimal den Grindings Report, einmal für Europa, einmal für USA. Also beziehungsweise es gab ihn einmal und das zweite Mal kommt er um 4 Uhr US-Zeit, 4 Uhr nachmittags US-Zeit, also 22 Uhr unserer Zeit. Und ja, da war in den letzten Tagen die Hoffnung aufgekommen oder die Befürchtung, je nachdem, wie man positioniert ist, dass die hohen Preise dazu geführt haben, dass die Nachfrage zurückgegangen ist. Dementsprechend gab es diesen Absturz vor 2 Tagen. Und jetzt sehen wir mehr als den Konter, sondern wieder sogar auf ein neues Allzeithoch, weil man eben gesehen hat, dass die Grindings fast so wie im Vorjahr waren. Also Nachfrage ist minimal zurückgegangen. 2%, wir haben aber 38, also 2,2% und wir haben 38% Defizit bei der Produktion. Also nicht mal ansatzweise irgendwie eine Balance oder ein Ausgleich. Dementsprechend schiebt sich's heute 10% nach oben mit enormer Wucht. Und hier sieht man aber auch mal, das haben wir zuletzt auch schon angesprochen, hier sieht man auch mal, dass die unterschiedlichen Liefertermine, dass die hinteren zwar auch reagieren, aber die reagieren nicht so stark wie die vorderen. Mai ist sehr, sehr stark. Juli ist im Moment der Most Liquid, hat das höchste Open Interest. Der wird am meisten gesucht, gerade jetzt bei Aufwärtsbewegungen. Der September auch noch. Und dann wird es aber schon deutlich weniger. Und selbst der September wird schon deutlich weniger gekauft als die vorderen Monate. Das ist typisch, wenn ein Defizit da ist, dass eben über die Frontkontrakte gekauft wird, weil man braucht den Rohstoff jetzt. Die hinteren Kontrakte reagieren gar nicht so stark. Ist aber jetzt nichts, was man großartig ausnutzen kann, weil die hinteren reagieren wenig nach oben, reagieren aber dann auch nach unten nicht mehr so stark. Ist generell schwierig auszunutzen. Gut ist, die Volatilität ist gigantisch hoch. Schlecht ist, die Volatilität ist gigantisch hoch. Heißt, wenn man ein großes Konto hat, groß heißt für mich 150.000 bis 250.000 im Retail-Bereich, ist das groß oder ordentlich. Wenn man ein großes Konto hat oder ein angemessen großes Konto hat, dann kann man bei diesen Bewegungen auch ein bisschen was aushalten an Schwankungen. Mit einem kleinen Konto völlig unmöglich. Man muss sich einfach mal bewusst machen, dieser Markt ist jahrelang oder jahrzehntelang, ja, eher sogar jahrzehntelang zwischen 2000 Dollar Cent unten und 3500 Dollar Cent oben hin und her gelaufen. Also 1500 Punkte, so Pi mal Daumen ungefähr, mit ein bisschen Varianz. 1500. Jetzt sehen wir, dass an einem einzelnen Tag wir knapp 1000 Punkte, wenn wir es mal in Punkten ausdrücken, dass wir knapp 1000 Punkte Bewegung haben. Das heißt also, wir haben innerhalb von 2 Tagen jetzt das an Bewegung oder mehr sogar an Bewegung gehabt, was der Markt normalerweise innerhalb von 10, 20 Jahren als maximale Spanne hat. Das sind die Dimensionen, in denen wir uns derzeit bewegen. Schön, wie gesagt, dass es einerseits volatil ist, wenn man diese Schwankungen aushalten kann. Andererseits mit einem kleinen Konto ist das natürlich ja, überhaupt nicht mehr zu kontrollieren. Wenn man ein Konto hat von 10, 20.000, dann ist es mehr oder weniger Glück, wenn man diese Situation überlebt, weil man kann sich halt einfach nicht viele Fehler erlauben. Wenn es hier ein paar Mal hin und her geht, nur 2, 3 Mal, wird man vielleicht ausgestoppt mit 1.000, 2.000 Dollar Verlust, ist das Konto auch schon platt, größtenteils. Also wahnsinnige Situation und ich hatte das vor ein paar Wochen mal gesagt und mittlerweile scheint das tatsächlich nicht mal das Ende der Fahnenstange zu sein. Wenn man das aus den 70er Jahren, eine ähnliche Situation, vergleichbar sind sie sowieso nicht genau, aber wenn man eine ähnliche Situation aus den 70er Jahren heranzieht zum Vergleich, wie viel ist es vom
vom Start bis zum Hoch gelaufen, dann war das so ungefähr das Fünffache, Fünfeinhalbfache. Dann müsste man jetzt hier bei 11.750 landen. Das bezog sich aber seinerzeit noch auf den März-Kontrakt. Der ist dann nicht ganz dahin gekommen, aber also es kann locker in Richtung 12.000 hier gehen. Und ob das dann das Ende ist, weiß man auch nicht. Also sehr, sehr wilde Situation hier. Man kann sehr aktiv traden hier mit simplen Trendfolgeansätzen. Aber ansonsten ist hier tatsächlich im Moment nicht gut Kirschen essen. Der Markt ist unfassbar volatil, kaum mehr zu kontrollieren. Und wenn mal jemand von euch ins Orderbuch reingeschaut hat, auch in die Markttiefe, da liegen immer nur ganz kleine Stückzahlen, ein Stück, zwei Stück. Wenn mal 20 Kontrakte auf einem Orderlevel liegen, dann ist das tatsächlich eine absolute Ausnahme und dann ist das schon sehr viel. Also wenn man sich dann noch bewusst macht, wir haben das auch vor kurzem, habe ich das mal durchgesprochen, habe dazu ja auch ein YouTube-Video gemacht, da haben wir dann auch mal durchgerechnet, dass dieses Defizit, wenn man das in metrischen Tonnen oder wenn man das von den metrischen Tonnen, die hier zu wenig produziert wurden gegenüber dem vorigen Herbst, wenn man das mal in Kontrakte umrechnet, ein Kontrakt bedient 10 metrische Tonnen Kakao, dann wären das ungefähr 13.200 Kontrakte, die gekauft werden müssen. Und wenn ich mir dann anschaue, wie viele Kontrakte da so im Orderbuch liegen und was wir so als tägliches Volumen haben, naja, dann ist da schon tatsächlich noch ein bisschen Potenzial nach oben. Das muss nicht kommen, aber das kann durchaus kommen. Insofern ganz, ganz schwierige Situation. Das wird wieder komplett einbrechen irgendwann. Aber das wann und von welchem Niveau aus ist super schwer zu kalkulieren. Man wird auch hier wieder etliche Versuche brauchen, wird ein paar Mal weggebügelt werden vom Markt. Und dann am Ende wird man wahrscheinlich feststellen, okay, es hat sich jetzt nicht wirklich wesentlich gelohnt, Risiken, Schwankungen, die man eingegangen ist oder die man aushalten musste und Ertrag. Aber das weiß man halt im Vorhinein nicht. Im Vorhinein bewertet man die Situation wahrscheinlich auch anders. Und wenn sie dann da ist, ist es halt einfach schwierig, auch auszunutzen. Da muss man ein bisschen Glück haben, dass man da spät einsteigt oder dass man früh in der richtigen Richtung investiert ist. Und dann auf diesen Zusammenbruch zu setzen, das ist immer schwierig. Das haben wir in anderen Märkten auch gesehen. Das ist zwar etwas, was sicher kommt, aber sicher bringt uns nichts, wenn sich der Preis verfünffacht oder versechsfacht und wir sind schon bei der Verdopplung, haben wir schon den ersten Versuch gehabt. Das ist die Schwierigkeit dabei. Nichtsdestotrotz, wenn man Kapital hat, das habe ich zuletzt auch schon mal gesagt, wenn man Kapital hat, eine Kapitaldecke, mit der man das locker aushalten kann und mit der man vor allem auch noch ganz viele systematische Trades machen kann, sein eigenes Portfolio handelt, dann ist das ein Markt, bei dem man auf jeden Fall am Ball bleiben sollte, weil hier ist absehbar hohe Volatilität garantiert und ich bin ja hier im Daytrading auch jetzt bei Kakao sehr aktiv. Wo gibt es das, dass man innerhalb eines Tages mit so einem eigentlich kleinen Markt $6.000-$7.000 mit einem Trendtrade machen kann? Ja, also mit einer einfachen Bewegung 7, 8, 9 oder 10% mitnimmt, im Basiswert wohlgemerkt, das ist nahezu einmalig. Dementsprechend ist der Markt interessant, aber wenn man ein kleines Konto hat, sollte man die Finger davon lassen, weil man dann mit diesen Schwankungen einfach nicht zurechtkommen wird. Und zwar nicht, weil man wenige Ahnung hat, sondern schlicht und ergreifend, weil das Konto das gar nicht aushält. Selbst jemand, der super fit ist im Kakao-Trading, ein absoluter Kakao-Crack, der ich jetzt nicht bin, selbst der wird irgendwann mal 3-4 Mal hintereinander falsch liegen oder 3-4 Mal in den Stop laufen. Und wenn das Konto zu klein ist, kann man nicht mal das aushalten. Das ist die Problematik dabei. Aber grundsätzlich spannender Markt. Wir dürfen gespannt sein, wann hier der Zenit erreicht ist. Ich befürchte, wir sind noch nicht am Ende im wahrsten Sinne des Wortes Fahnenstange. Ja, ich bin auch mal gespannt, René. Du sagst ja schon, also unfassbar, wie der Kakaopreis nach oben geschossen ist. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass wir auch schon frühzeitig
erste Short-Position mal aufgenommen haben, aber die sind mittlerweile natürlich lange, lange Zeit schon ausgenockt. Jetzt zieht der Markt immer weiter nach oben. Klar, wir wissen, sehr wahrscheinlich wird es irgendwann eine größere Korrektur auch geben. Der Markt wird wieder einbrechen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist genau die Problematik. Niemand weiß, wann diese Abwärtsbewegung stattfinden wird und ob wir nicht vorher vielleicht doch noch deutlich weiter anziehen. Also man kann das immer wieder versuchen. Ich teste das tatsächlich auch im sehr kurzfristigen Bereich immer wieder an, gehe immer wieder mal Short-Positionen ein. Aber dann wird auch schnell sozusagen die Position geschlossen, entweder dann, wenn sie leicht ins Minus gelaufen ist oder aber auch, wenn sie ins Plus läuft, weil die Bewegungen mittlerweile einfach sehr, sehr stark sind. Also da muss man aufpassen, wenn ihr Positionen öffnen möchtet. René hat schon gesagt, wichtig wäre natürlich ein großes Konto, wenn man im Futures-Bereich unterwegs ist. Aber man kann das Ganze natürlich auch umsetzen mit Hebelprodukten. Und dann würde es sich sehr wahrscheinlich auch anbieten, da natürlich den Hebel sehr klein zu wählen, den Einsatz klein zu wählen, wenn man zumindest von einer potenziellen Abwärtsbewegung profitieren möchte, wenn sie denn dann kommt. Also das sei nochmal dazu gesagt, man kann das Ganze ja dann super steuern auch, weil die Hebelprodukte, da können wir ja nicht mehr verlieren als das eingesetzte Kapital. Also wenn man beispielsweise 2.000 oder 3.000 Euro in ein Hebelprodukt dann einsetzt, dann können ja auch maximal diese 2.000 oder 3.000 Euro verloren gehen. Also das kann man sich natürlich dann auch nochmal in Ruhe anschauen. Und beispielsweise von Tobel hat ja eine sehr große Produktpalette. Und da werdet ihr sicherlich was finden, wenn ihr nach einem Short-Produkt nochmal Ausschau haltet. So, dann haben wir Kakao abgearbeitet. Dann kamen schon weitere Fragen rein, René. Und zwar wollen wir vielleicht mal anfangen mit Orangensaft und anschließend Baumwolle. Genau, ja, Orangensaft. Wir sehen hier den Chart der letzten 2 Jahre. Wir gehen vielleicht mal auf 10-Jahres-Historie oder machen wir 20 Jahre, damit wir ein bisschen das Ganze ordnen können. Auch da haben wir eine Situation gesehen, bei der wir aus dieser ewig lang bestandenen Range, die sich so im Wesentlichen von 100 bis 200 erstreckt hat, nach oben raus sind. Ja, und da kann man natürlich im Nachhinein, gibt es dann immer die ganz, ganz Schlauen, die dann sagen, ja, das muss man doch sehen oder da muss man doch nur dem Trend folgen oder Gott weiß was. Wenn ein Markt 40, 50 Jahre lang beständig zwischen 100 und 200 hin und her läuft, durch sämtliche Wirtschaftsphasen, durch sämtliche unterschiedlichen Lohnniveaus, Wirtschaftswachstumsprozentzahlen, also durch verschiedenste Phasen, Bullenmarkt, Bärenmarkt, Wirtschaftsboom, Depression, Crash, egal was war, immer Range 100 bis 200 mit ein bisschen Varianz. So, dann ist es logischerweise die Spekulationsgrundlage, dass man erst einmal davon ausgeht, der Markt wird sich in dieser Bandbreite bewegen. So, und bis er dann mal signifikant drüber gegangen ist, naja, da ist die Messe auch schon zum großen Teil gesungen. Das heißt, das hat man jetzt hier so bei 280 ungefähr dann festgestellt, okay, wir sind signifikant rausgelaufen aus dieser Bandbreite. Man wusste auch da, es wird temporär sein, aber es kann halt sehr heftig ausfallen. Ist in dem Fall auch so gewesen. Nicht so heftig wie bei Kakao, aber auch hier haben wir gesehen, der Markt ist aus der Range aus der bisherigen Historie rausgegangen. Also wir haben das ja schon einige Male thematisiert, dass in den letzten Jahren einfach extrem viele Ausnahmesituationen aufgetreten sind. Das klingt im ersten Moment immer wie so eine Ausrede von wegen, ja, das ist eine Ausnahmesituation gewesen, deshalb konnte man das und das nicht erahnen. Ist aber in dem Fall tatsächlich so, wenn man sich einfach die langfristigen Charts anschaut von sämtlichen Märkten, dann haben wir mir fallen jetzt ad hoc ein halbes Dutzend Märkte ein, wo wir Situationen hatten, die es tatsächlich noch nie gegeben hat, und zwar mit Abstand noch nie gegeben hat. Bauholz, Kakao, hier bei Orange Juice, wir hatten Rohöl bei minus 40 Dollar zwischenzeitlich, auch völlig unvorstellbar gewesen. Also da waren schon Situationen dabei, die wirklich extrem gewesen sind. Und einmalig in der bisherigen Historie. Und man kann Glück haben und ist zu dieser Zeit in der richtigen Position oder in die richtige Richtung positioniert. Und wenn man Pech hat, ist man halt auf der falschen Seite oder ist gar nicht dabei. Und dann kostet es erstmal Geld. COT-Daten sind hier in diesem Markt ja relativ unspektakulär, würden aber tendenziell eher sogar ein bisschen Luft nach oben lassen, ist aber mir insgesamt zu neutral. Die Commercials sind nur noch knapp unter Netto Null.
Da gab es schon viel extremere Werte, es gab aber auch, also extrem negativere Werte, es gab auch schon viel positivere Werte. Insofern, wenn ich hier was machen müsste, würde ich wahrscheinlich eher die Long-Seite handeln, also perspektivisch betrachtet. Aber insgesamt halte ich mich hier bei diesem Markt tatsächlich an der Seitenlinie, weil es hier aktuell ja keine so klaren Setups gibt. Und wenn, dann sind es kurzfristige Setups, wo es klare Systemregeln gibt. Und da muss ich nicht großartig interpretieren, sondern da handle ich einfach das, was dort als Regelwerk mir vorgegeben ist. So, dann war es, glaube ich, Baumwolle, wenn ich mich richtig Ja, erinnere. genau richtig. Genau, da sind die COT-Daten eher sogar leicht oder schon doch spürbar bearish. Wenn wir uns das mal anschauen hier, die Commercials mit 97.000, also fast 100.000 Kontrakten netto short. Der Extremwert hier waren 133.000, hier auch so ungefähr 130.000, hier 139.000. In dieser Situation hier waren es 89.000, hier auch ungefähr 90.000. Also der Preis ist schon zurückgekommen, aber die Situation ist tatsächlich eher so, dass man bei Erholungen shorten würde. Jetzt reinspringen in einen Short würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen wollen. Aber wenn man sich das anschaut, Commercials haben eine hohe Netto-Short-Position, Produzenten unten aus dem Report quasi herausgelöst, auch ziemlich stark Netto-Short. Und gleichzeitig sind die Spekulanten, hier unten die blaue Linie und hier oben die grüne Linie, die Fonds also relativ hoch investiert. Heißt also, da ist Potenzial für einen Abverkauf. Bedeutet, bei Baumwolle würde man diese Arbeitshypothese jetzt hier zugrunde liegend oder zugrunde legend, würde man jetzt hier Erholungen eher shorten. Wo kann das Sinn machen? Huge Range Open Prinzip zum Beispiel würde jetzt hier sagen, so im 90er Bereich, 90, 91 könnte es Sinn machen und bei 100 auch. Das wären so Levels, auf denen man bei einem nochmaligen Erholungsschub hier die Short-Seite wieder eröffnen könnte. Auf dem aktuellen Niveau ist es jetzt für mich eher so, dass nach oben es zumindest so ausschaut, dass genauso viel Luft ist wie nach unten. Aber tendenziell die Ausrichtung wäre jetzt für mich eher Erholungen zu shorten oder wenn man short ist, die Short-Position beibehalten. Okay, super. Dann, wo wir gerade noch bei den Rohstoffen sind, dann machen wir vielleicht noch direkt weiter mit der Frage vom Ray. Und zwar, wie es denn bei Zucker und bei Sojabohnen momentan ausschaut? Fangen wir mit Zucker an. Zucker zu dieser Jahreszeit saisonal typischerweise eher schwach. Wir haben bei den Power Breakouts auch ein oder mehrere Short-Signale jetzt bekommen in den letzten 4 bis 6 Wochen. Hatten wir in 2 Monaten hintereinander mehrere Short-Setups, die ausgelöst wurden. Einmal bei 21,40 und dann nochmal bei 20,5, 7 oder so, also so in dieser Region. Und COT-Daten sind hier auch eher neutral, wenn man sich mal die Extremwerte der letzten 10 Jahre anschaut. Netto-Long-Position hier bei den Commercials war so um die 150.000. Im Moment sind wir bei minus 133.000. Extrempositionen unten waren minus 338.000. Also da sind wir eher so im Niemandsland dazwischen. Insofern, wenn ich da keine Anhaltspunkte von bekomme, außer dass die Fonds tendenziell in den letzten Monaten eher Positionen abgebaut haben, zuletzt sich aber auch jetzt nicht wesentlich verändert haben mit ihrer Nettoposition, dann handle ich einfach nur die Systemtrades und die sind im Moment eben auf der Short-Seite. Die laufen aber auch schon ein Weilchen, ist jetzt nichts, wo man jetzt unbedingt noch reinspringen muss, sondern ich hatte ja die ungefähren Einstiegsniveaus, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf genannt, also da läuft die ganze Geschichte schon eine Weile. Dann die Sojabohnen, gucken wir drauf, Preis ziemlich niedrig und COT-Daten, das weiß ich aus dem Kopf, sind extrem bullisch. Wir müssen aber uns bewusst machen, gerade auch die letzten Jahre haben uns das gelehrt,
COT-Daten sehr bullish oder COT-Daten sehr bearish heißt nicht, dass es sofort drehen muss, sondern das kann auch nochmal übelst nach oben oder jetzt in dem Fall nach unten überreißen, ehe es dann den Turnaround gibt. Das zeigt nur auf, in welche Richtung das größere Potenzial ist und es mittelfristig eher gehen dürfte. Aber kurzfristig kann sich diese Tendenz fortsetzen, erst recht, wenn man sieht, dass die Fonds jetzt letzte Positionen abgebaut haben. Die sind so stark netto short mit 158.000 Kontrakten wie noch nie in der Historie. Das heißt also, da baut sich Spannung auf. Wenn wir mal die komplette Historie nehmen, maximale Historie, dann sehen wir, wie extrem diese Positionierung ist. Hier 164.000 und üblicherweise ist das untere Extrem so bei minus 60.000. Also da sind wir schon bei 100.000 Kontrakten mehr netto short, als es üblicherweise in der Vergangenheit der Fall war. Dementsprechend eine sehr extreme Situation, aber wir sehen halt auch, dass die Fonds immer noch am Verkaufen sind und meistens ist es so, dass aus einer Extremsituation eine andere resultiert. Wir hatten hier im Jahr 2021 eine Extremsituation, wo es nach oben überrissen hatte und wir die größte Netto-Short-Position aller Zeiten hatten. Daraufhin ist der Preis dann, hat erstmal überreagiert nach oben, ist dann eingebrochen und jetzt sehen wir das genaue Gegenteil, eine Überreaktion in die andere Richtung. Also deshalb, das kann durchaus noch ein bisschen laufen. Normalerweise saisonal kämen wir jetzt in eine Phase rein, in der es eher stabile bis steigende Kurse gibt, weil wir jetzt in der Planting Season sind. Aber wenn die Planting Season zum Beispiel sehr gut läuft, sprich also das Wetter gut ist, die Pflanzen sehr gut anwachsen, dann haben wir ja potenziell ein erhöhtes Produktionsniveau und dann ist eben weniger Unsicherheit da und das führt dann oftmals dazu, dass der Preis dann kräftig nach unten gedrückt wird, weil die Produktion dann hoch ist. Also dementsprechend, nur weil es Planting Season ist, heißt es nicht, dass es immer steigt, sondern oftmals hat man das, weil eben da noch Unsicherheiten da sind, aber in einzelnen Jahren sind diese Unsicherheiten nicht da oder nicht von Anfang an da und dann kann es tatsächlich kräftiger nach unten gehen. Insofern, im Moment ist dieser Markt auch schwächer als saisonal üblich. Von daher habe ich hier außer einem klassisch saisonalen Trade habe ich hier noch keine weiteren Positionen drin und diskretionär würde ich jetzt auf diesem Niveau noch nichts machen, aber der Markt ist auf jeden Fall spannend. Nur man wird wahrscheinlich gut beraten sein, wenn man jetzt keine systematischen Trades hat, sondern das Ganze diskretionär handelt, dann wird man gut beraten sein, wenn man hier in mehreren Tranchen operiert und vor allem das auch nur macht, wenn man eine Kapitaldecke hat, die das aushält. Wenn jetzt Sojabohnen der einzige Trade oder die einzige Position wäre, die man handelt, dann wäre da doch einiges falsch. Also das darf nicht der Fall sein, sondern das muss Beiwerk sein, genauso bei Kakao. Das darf auch nur ein Trade von Hunderten oder von Tausenden sein. Und dann ist dort Potenzial da. Aber wenn man das nicht aushalten kann und wenn man da die Schwankungen nicht aushalten kann, ohne dass man sein ganzes Konto damit blockiert, dann sollte man die Finger davon lassen. Aber auch hier, Potenzial ist erheblich. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier vielleicht sogar nochmal 10% nach unten gehen, also so in Richtung 1000 könnte gut sein. Und deshalb, außer einem klassisch saisonalen Trade, der jetzt läuft, habe ich hier noch keine Position offen, weil einfach im Moment auch noch keine Stärke da ist und die Fonds immer noch am Verkaufen sind. Okay, super. Da kurz noch eine Info zwischendurch. Und zwar kamen eben einige Fragen schon zum Aktienmarkt, zum DAX. Da werde ich später natürlich auch drauf eingehen. Kommt ja auch gerade auch wieder deutlicher zurück Richtung 17.700. Also momentan lohnt es sich immer wieder die Short-Seite zu spielen. Immer wenn der Markt ansteigt, gibt es auch dann eine entsprechende Korrektur. Aber ich werde nachher nochmal etwas ausführlicher etwas zum DAX sagen. Vorher haben wir aber noch andere Fragen, unter anderem aus dem Energiesektor und da kam von Andreas nämlich die Frage, René, wie es bei Erdgas momentan ausschaut, haben wir jetzt schon öfter darüber gesprochen, können wir noch mal kurz anreißen und er fragt nämlich, ob das realistisch ist, dass der Preis eventuell sogar noch mal auf 80 US-Dollar-Cents fallen kann.
Also ich weiß nicht, ob er jemals bei 80 war. Wenn man sich die Historie anschaut, waren wir hier im Tief mal bei 1,17, aber das ist auch schwierig, diese Zahlen aus den 70er Jahren, aus den 70ern, aus den 90er Jahren, jetzt mit den heutigen zu vergleichen, weil das ist ja eine Backadjustierung hier in dem Endloskontrakt. Insofern muss man da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Theoretisch möglich und denkbar ist grundsätzlich alles. Wir sehen aber prinzipiell in diesem Markt, dass eigentlich so alles zwischen 1,50 und 2 immer in der Vergangenheit strategische Kaufzone war. Und nach oben überreißen die Märkte eher mal, als dass sie es nach unten tun. Aber wir haben es bei Rohöl gesehen, dass es sogar mal auf minus 40 Dollar gefallen war, zwischenzeitlich im Jahr 2020. Also theoretisch ist da alles denkbar. Von dem, was wahrscheinlich ist, wir haben im Moment läuft die saisonal typischerweise starke Phase. Das heißt, es geht ja gar nicht darum, ob das jetzt in diesem Jahr erfolgreich ist, sondern ich handle immer wieder die Wahrscheinlichkeiten. Und das mache ich nicht einmal, sondern und auch nicht zweimal, sondern das mache ich so oft wie möglich. Das mache ich seit über 10 Jahren in diesem Markt und das werde ich in 10 Jahren auch noch so machen. Und da werden dann am Ende Jahre dabei gewesen sein, wo es nicht erfolgreich war, aber in Summe werde ich damit erfolgreich gewesen sein. Und darum geht es. Also insofern, wie jetzt der Einzelfall ausgehen wird, bin ich selbst gespannt. Aber von dem, was man als Setup hat, ist hier die Long-Seite ganz klar zu favorisieren. Wir sehen aber auch, und das ist halt auch die Sache, die man verstehen muss und die auch sehr schwierig ist. Wenn wir so eine extreme Volatilität hatten, wie wir es jetzt in den letzten 3 Jahren hatten, der Preis ist von, ja, 2 raufgeschossen auf 10 oder auf über 10 und dann wieder runter auf 2 oder auf unter 2 sogar. Das war ja nur Trend. Da hat ja in den letzten 3 Jahren, seit 2020, fast 4 Jahre, also 3,5 Jahre so ungefähr, hat ja Trendhandel, also banalster Trendhandel in diesem Markt, hat oder hätte super funktioniert. Und das bedeutet ja einfach, der Markt war permanent in Bewegung. Und das ist ja wie bei einem Menschen auch, wenn einer einen Marathon gelaufen ist, dann ist in der Regel erstmal ein bisschen Erholung angesagt. Das heißt nicht, dass derjenige dann da 3 Wochen lang nur liegt und sich künstlich ernähren lässt, aber es ist dann erstmal Erholung angesagt, mit etwas weniger Bewegung, etwas weniger Belastung, mehr Ruhe. Und das ist das, was ja in den Märkten auch passiert. Die sind entweder sehr lange sehr ruhig und dann kommen sie in heftige Bewegung rein oder sie sind über mehrere Jahre sehr volatil und dynamisch. Und wenn sie dann mal ihren Boden ausbilden wollen, dann dauert diese Bodenbildungsphase ewig lange. Das heißt, wir müssen uns hier darauf einstellen, weil wir eben so volatile Jahre hatten, dass das möglicherweise ein sehr zähes Ding da unten wird, wo es irgendwo zwischen 1,50 und 1,90, 2 immer wieder herumeiert, vielleicht auch mal ein bisschen weiter nach unten, vielleicht auch mal ein bisschen über die 2 drüber. Aber kann sein, dass wir jetzt hier eine längere Bodenbildung sehen. Das Schwierige ist auch dabei wieder, mal gibt es diese ewig langen Bodenbildungen und manchmal ist es volatil, sackt ab und erholt sich dann direkt wieder V-förmig. Und weil wir das nicht wissen, was davon drankommt, wenn wir so ein Setup haben, dann müssen wir es halt trotzdem handeln. Also müssen nicht, aber dann bietet es sich an, das dann trotzdem zu handeln, weil ich ja nicht weiß, wie der Ausgang jetzt sein wird. Ich kann es ein bisschen mutmaßen, aber im Endeffekt ist man ja trotzdem nicht schlauer als der Markt. Also nutze ich das in der saisonal starken Phase. Man kann ja weniger gewichten oder beziehungsweise moderater gewichten. Das ist ja auch eine Möglichkeit, wie man, wenn man eine Ahnung hat oder wenn man irgendwie Anhaltspunkte hat dafür, dass es jetzt hier vielleicht in diesem Jahr nicht so den ganz großen Reibach gibt auf der Long-Seite, dann kann man hier die Einsätze etwas geringer halten und macht seine Systemtrades trotzdem. Dann wird man nicht regelbrüchig und weicht nicht von der Statistik ab, aber man macht trotzdem etwas. Aber grundsätzlich, ob das jetzt auf 80 Cent noch fallen kann, habe ich jetzt keine statistische Grundlage dafür. Diesen Preis gab es jetzt noch nie in der Form. Und ich habe jetzt auch keine fundamentalen Anhaltspunkte dafür.
Aber wir werden sehen. Also rein saisonal würde man jetzt zu dieser Jahreszeit einfach konsequent weiterhin immer wieder long handeln. Und ja, von der strategischen Ausrichtung her sind wir auch in der Kaufzone, die sich typischerweise von 1,50 bis 2 Dollar so ungefähr erstreckt. Und das muss aber nichts heißen. Ja, kann sein, dass wir da ewig lange uns aufhalten und dass wir vielleicht auch sogar nach unten rausbrechen. Wir werden es sehen. Aber ich bin in diesem Markt im Moment auf der Longside unterwegs. Das lässt sich sagen. Ja, geht mir genauso. Ich bin da auch auf der Long-Seite unterwegs. Tatsächlich habe ich meine Position so aufgebaut, dass es etwas langfristig ausgerichtete Positionen gibt, die dann auch einen sehr kleinen Hebel haben. Und auf der anderen Seite versuche ich aber auch da immer wieder mal kurzfristig auf der Long-Seite zu handeln. Und gerade in den letzten Tagen gab es ja immer wieder mal so kleine Peaks. Und dann werden halt diese Long-Positionen schnell wieder geschlossen. Aber die, die natürlich längerfristig im Depot, ja, bleiben sollen, wenn der Markt jetzt noch etwas länger seitwärts läuft, die bleiben dann in dieser Phase natürlich liegen. Ja, René, bevor wir gleich zu den Aktienmärkten kommen, vielleicht noch eine Frage vom Manuel. Und zwar, er fragt, wie es beim Euro-US-Dollar weitergehen könnte, wie deine Einschätzung hier ist bezüglich auch der EZB, die ja eventuell schon im Juni die Zinsen senken wird und was das dann mit dem Euro gegenüber dem US-Dollar machen könnte. Ja gut, im Normalfall müsste dann das Kapital eher hier rausfließen und in den Dollarraum rein, wenn dort die Zinsen noch höher sind. Allerdings ist ja jetzt nicht so, dass das nicht schon eingepreist würde, jetzt gerade. Ich meine, wenn wir darüber reden, dann kann man davon ausgehen, wir sind zwar super schnell schon, aber wir sind mit Sicherheit nicht die Ersten, die davon Wind bekommen. Wenn das allgemein Thema ist, dann wurde natürlich auch schon einiges in diese Richtung vorweggenommen oder wird gerade vorweggenommen. Insofern, wir sehen den Euro bereits schon in den letzten Monaten schwächer. Ja, und jetzt auch in den letzten Tagen, in den letzten Wochen ging es auch eher nach unten mit dem Euro gegenüber dem US-Dollar. Die Fonds sind am Verkaufen, da wäre auch noch ordentlich Luft, um das mal einordnen zu können. Hier die niedrigste Positionierung der letzten 20 Jahre war so ungefähr bei minus 200.000 Kontrakten. Und jetzt sind wir bei, muss ich mal kurz auseinanderziehen, damit man es besser sieht. Jetzt sind wir bei PAN 30.000 Kontrakten netto plus, also beziehungsweise ja, netto plus. Das ist ein Netto Long. Da ist also noch eine ordentliche Strecke zurückzulegen. Über 200.000 Kontrakte müssten noch verkauft werden, netto. Also mehr verkauft als gekauft werden, damit wir dieses historische Extremlevel erreichen könnten oder würden. Das heißt ja nicht, dass es bis dahin laufen muss, oder dass diese Nettoposition wieder erreicht werden muss. Aber man kann es natürlich, wenn man jetzt sich die Frage stellt, sind wir eher am Ende dieser Entwicklung, mittendrin oder am Beginn, dann würde ich eher sagen, wir sind wahrscheinlich in irgendwas zwischen Anfangsphase und mittendrin. Also im Bestfall mittendrin, aber auf jeden Fall ist es eher unwahrscheinlich, dass das jetzt schon das Ende ist der Fahnenstange. Insofern also Euro wäre dann eher auf der Short-Seite zu handeln. Ob da jetzt so ein riesiges Potenzial rauskommt, ich glaube insgesamt, dass die großen Trends bei den Zinsen, wir hatten ewig lange diese Nullzinsphase, dann sind die Zinsen rasant angestiegen. Das war natürlich Potenzial oder hatte Potenzial, dass sich die Währungen auch in einem Trend bewegen. Und jetzt, glaube ich, werden wir nicht mehr so riesige Bewegungen bei den Zinsen sehen, wenn es dann mal zu Zinssenkungen kommt. Werden da vielleicht eins, zwei Schritte kommen. Möglicherweise bleibt es aber auch länger unspektakulär in einer ganz, ganz engen Bandbreite um das aktuelle Niveau herum. Insofern glaube ich, sind das jetzt nach meiner Erwartung eher nicht die Märkte, wo wir die großen Trends sehen werden. Aber wir werden erleben, ob diese Einschätzung richtig ist oder nicht. Wenn ich hier was machen müsste, was abseits von Systemtrades ist, dann wäre das die Short-Seite. Wie viel Potenzial da ist, schwer zu sagen. Okay, super.
Dann haben wir das auch abgearbeitet. Falls ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne. Ansonsten würde ich jetzt sagen, kommen wir mal zu den Aktienmärkten. Dann würde ich vorschlagen, René, du startest mit dem S&P 500 und anschließend werde ich dann noch mal etwas zum DAX sagen. Ja, wir gucken hier mal auf die aktuelle Situation. Punkt 1, mal ohne die COT-Daten schon zu berücksichtigen. Wir haben hier eine expandierende Range. Grundsätzlich nutze ich ja keine Charttechnik, schon gar nicht im klassischen Sinne, weil es einfach keinen Vorteil bringt, den man jetzt nicht aus dem bloßen Preischart herausziehen könnte. Aber was grundsätzlich für eine neue Marktphase spricht, sprich also seitwärts oder sogar abwärts, wäre jetzt, wenn man rein von der Volatilität her das Ganze betrachtet, wäre die Tatsache, dass diese aktuelle Range, dass die expandiert, also sprich, dass die größer ist als die vorherige beziehungsweise die vorherigen Ranges. Und wir haben ja jetzt hier zuletzt Aufwärtskerze gehabt und jetzt haben wir hier die erste Abwärtskerze, die auch größer ist als die vorherigen Kerzen. Das heißt also, da ist mehr Momentum nach unten. Und wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, wenn das erstmals so eine expandierende Range gab, hier zum Beispiel Februar 2018 oder hier im Oktober 2018, dann ist es danach entweder weiter nach unten gegangen oder es lief zumindest seitwärts. Hier hatten wir das auch. 2020 Februar ging es mit so einer großen Range abwärts los. Hier hatten wir das, auch eine expandierende Range, also größer als vorher. Die leitete dann hier diese Korrektur ein. Ist jetzt auch nur ein ganz grobes Muster. Wir werdet mit Sicherheit, auch wenn ihr jetzt lange genug sucht oder ihr müsst wahrscheinlich gar nicht lange suchen, werdet ihr auch ein, zwei Beispiele finden, wo das nicht hingehauen hat. Aber grundsätzlich würde das jetzt hier mal losgelöst von den COT-Daten eher dafür sprechen, dass hier jetzt mal ein Übergang in eine Konsolidierungsphase erfolgt ist oder gerade im Beginn am Entstehen ist. COT-Daten selbst sind ziemlich neutral. Die Fonds haben hier zuletzt jetzt wieder ein bisschen gekauft. Da muss man mal abwarten, wie es jetzt in der kommenden Woche ausschaut, also wie der nächste Report ausschaut oder die nächsten zwei Reports, der morgige und der kommende Woche kommt. Die bilden ja ab, was dann jetzt in den letzten Tagen hier passiert ist, in den letzten Tagen und in den jetzt folgenden Tagen. Ansonsten, wenn man sich hier unten anschaut, grüne Linie sehen wir hier, sind die Asset Manager im unteren Indikatorenfeld und die sind, wenn das mal jetzt 20-Jahres-Historie anlegt, die sind vergleichsweise hoch investiert, ja, mit knapp, also etwas unter einer Million. Im Juli 21 hatten wir eine ähnliche Positionierung, daraufhin folgte eine Top-Bildung und anschließend eine Korrektur. Im März 2020 waren wir bei 1,1 Millionen, also nochmal einen Tick höher, dann kam ein Abverkauf. Hier waren wir auch so ungefähr bei einer Million im Oktober 2017, danach folgten mehrere Jahre Seitwärtsbewegung. Wir waren hier im Mai 2013 ungefähr auf diesem Niveau von einer Million oder etwas über einer Million Kontrakte. Da ist es dann hier ein bisschen seitwärts gelaufen für die nächsten Monate und dann ging es aber weiter im Trend. Hier 2011 war das ein Indiz, dass wir vor einer Top-Bildung stehen und dann kam auch eine Korrektur. Und hier 2009 gab es auch kurzfristig nochmal Druck und hier im Jahr 2009 auf 2010 gab es auch eine Seitwärtsbewegung in der Folgezeit. Also wenn man sich das anschaut, und die Dealer Intermediary, rote Linie, dann, die sich konträr positionieren, dann spricht hier einiges dafür, dass wir in einem Konsolidierungsmodus sind, dass jetzt eine Korrektur läuft. Wie weit die laufen wird, schwer zu sagen. Aber im Normalfall ist da zumindest angesagt für mehrere Monate, vielleicht sogar für 1, 2, 3 Jahre, immer wieder Erholungen zu shorten. Das ist, wenn wir uns an diesen Chart und an COT-Daten orientieren. Es gibt natürlich noch viel mehr Faktoren, große Zyklen, die vielleicht übergeordnet dann eher bullish sind. Aber wenn man jetzt hier diese Gemengelage beurteilt, dann wäre das eher bearish, im Bestfall neutral zu werten. Okay, super. Dann übernehme ich und gehe dann auf den DAX ein.
Vielleicht gleich vorneweg eine Information, weil zuletzt habe ich doch einige Fragen immer wieder erhalten, dass es ja eine neue Berechnungsmethode gibt beim DAX von der Deutschen Börse. Und da wurde ich dann ab und zu mal zu gefragt, was es damit auf sich hat und so weiter. Vielleicht da ganz kurz noch als Info. Und zwar die Deutsche Börse, die hat quasi etwas geändert. Und zwar gibt es den ersten Xetra DAX-Kurs um kurz nach 9 mittlerweile, wenn die erste DAX-Aktie geöffnet hat. Damals war das nicht der Fall. Da mussten mehrere Aktien geöffnet sein, bis dann entsprechend eine Preisstellung stattgefunden hat. Mittlerweile ist es aber so, dass schon bei der ersten Aktie, die einen Kurs am Morgen veröffentlicht, also beziehungsweise die erste Aktie, die berechnet wird, so sagen wir es vielleicht besser, aus dem DAX direkt eine erste Xetra DAX-Note sozusagen eingestellt wird. Also man sieht dann direkt eben, wo der Xetra DAX notiert. Die restlichen 39 Werte, da nimmt man dann den Schlusskurs vom Vortag. Und jetzt muss man sich eben Folgendes klar machen: Wenn eben um 17:30 Uhr plus Schlussauktion, also 17:45 Uhr, die Xetra-Kurse geschlossen sind, dann aber bis um 22 Uhr noch richtig Action am Markt war, der Markt sehr stark eingebrochen ist oder die ganze Nacht über vielleicht noch was passiert ist und am nächsten Tag eröffnet der Markt ganz woanders, also einige 100 Punkte entfernt, weil wir ja schon um 8 Uhr sehen dann auch, ja, wie sind denn Indikationen, wo hat der Future schon eine Nacht eröffnet und so weiter, dann weiß man natürlich schon, wo der DAX eigentlich um 9 Uhr notiert. Aber das ist jetzt eben das Problem, aufgrund dieser Berechnungsmethode kann es eben vorkommen, und jetzt mache ich einfach ein fiktives Beispiel, dass die DAX-Indikation bei 17.800 steht, aber der erste Kurs dann bei 18.000 noch ist, weil eben die neuen Kurse vom aktuellen Tag noch nicht, ja, herangezogen wurden, sondern die Schlusskurse vom Vortag. Und jetzt, Achtung, das ist nämlich ein Riesenproblem natürlich, wenn man Hebelprodukte kauft, denn das kann dann auch zu einem Knockout sogar führen. Denn die Produkte, die Hebelprodukte, die werden ja gepreist auf den Xetra DAX, also gepreist werden die auf den Future, aber maßgeblich für ein Knockout ist der Xetra DAX. Und wenn das so im Prospekt steht, dann hat man eben jetzt in Anführungsstrichen folgendes Problem, dass man eventuell sein Produkt gekauft hat um 8 Uhr morgens, obwohl der DAX dann eben schon deutlich gefallen ist, hat man vielleicht einen gekauft, und jetzt mache ich das aufgrund dieses Beispiels, mit einem Basispreis bei 17.900 Punkten in Short. Man wäre also eigentlich 100 Punkte sozusagen im Geld, aber wenn der Markt dann bei 18.000 eröffnet, dann knocken diese Produkte aus. Und das ist natürlich relativ schlecht. Ich habe jetzt mit einem Emittenten mal zuletzt gesprochen. Der hatte mir gesagt, dass das tatsächlich auch dann passiert ist, als es zu seiner Situation gekommen ist. Die haben dann sozusagen das rückabgewickelt. Die haben geschaut, welche Kunden da rausgeflogen sind und haben es dann kulanterweise wieder eingebucht, beziehungsweise haben den Knockout nicht ausführbar gemacht. Und das ist aber tatsächlich dann eine Kulanzleistung. Das müssen die nicht. Aufgrund des rechtlichen Prospektes ist das dann eigentlich ein Totalverlust. Und jetzt ist aber natürlich auch dann auf Emittentenseite ist es so, dass sie dann sagen, okay, dann bieten wir zum Beispiel vor 9:05 Uhr beispielsweise die Produkte gar nicht an, die so einen hohen Hebel haben, dass sie dann eventuell durch eine solche Situation ausgenockt werden können, obwohl die Indikation ja schon deutlich tiefer steht. Also das ist wirklich schlecht in diesem Falle für Hebelprodukte. Da muss man drauf aufpassen. Ohnehin sagen wir ja sowieso immer wieder, lieber den Hebel kleiner wählen, dann ist es ja auch egal. Also dann stört einen das ja nicht. Aber wenn man hochgehebelt eben auch mal unterwegs ist und sehr spekulativ, dann kann es eben zu solchen Problemen führen. Und das ist natürlich dann sehr, 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 sehr ärgerlich. So, jetzt gucke ich gerade mal ganz kurz rein. Eine Sekunde. Ja, also der Ray schreibt, aber die Emittenten haben doch eigene Indikationen, oder? Ja, natürlich haben die Indikationen, aber Indikationen weichen ja bei jedem Emittenten ab. Es gibt jetzt beispielsweise dann einen von der City. City macht ja übrigens das Geschäft zu. Aber es gab eine Indikation von der City. Dann gibt es einen von Lang und Schwarz und so weiter und so fort. So, BNP Paribas hat auch eine Indikation und alle anderen Emittenten auch. Aber die weichen natürlich alle etwas ab. Nehmen wir mal an, BNP ist dann bei 17, jetzt machen wir es einfach, bei 18.000, der andere ist vielleicht bei 18.001, der andere bei 17.999. Damit man eine offizielle Grundlage hat, wird eben der Xetra DAX
herangezogen für die Knockouts. Und das hat, wie gesagt, nichts mit der Berechnung dieser Produkte zu tun. Die Berechnungen werden sowieso aufgrund des Futures getätigt und der Future notiert ja dann auch entsprechend schon tiefer. Aber für den Knockout ist eben laut Prospekt der Xetra DAX in Anführungsstrichen zuständig. Und genau aus diesem Grund kann es eben zu diesem Problem kommen. Aber ich habe es ja schon gesagt, die Emittenten haben ja das auch direkt natürlich bemerkt, dass es solche Probleme jetzt gibt und dementsprechend auch reagiert. Wie gesagt, mit dem Emittenten, mit dem ich gesprochen habe, er hat gesagt, die haben das dann rückabgewickelt, dass der Kunde eben nicht diesen Knockout erlitten hat, weil es einfach unfair gewesen wäre. Er wusste aber auch nicht, wie die anderen Emittenten das gemacht haben. Und ab sofort wird das so gemacht, dass diese Produkte, bevor es dann eben ja, dann um kurz nach neun einen richtigen Xetra DAX sozusagen gibt, werden diese Produkte dann gar nicht quotiert. Also verkauft. Okay, dann haben wir das erstmal abgehakt. Ich hoffe, das war soweit klar. Also man sollte bei sowas immer natürlich aufpassen. Und dann kommen wir jetzt zu einer aktuellen DAX-Analyse. Und wie ihr seht, hat es sich jetzt zuletzt endlich mal genauso entwickelt, wie ich das hier auch im Webinar gesagt habe. Ich sage aber schon dazu, davor die Monate und Wochen und Monate lief es ja brutal schlecht. Da war ich ja schon frühzeitig auf der Short-Seite unterwegs. Der Markt ist aber nach oben weggelaufen. Aber die letzte Prognose war zumindest mal goldrichtig. Denn seit Anfang April kommt der DAX deutlicher zurück. Und ich hatte beim letzten Mal ja schon gesagt, man sollte, wenn man eben auf eine Bestätigung wartet, sollte man warten, bis hier ein letztes Zwischentief nach unten durchbrochen wird. Das war dann eben der Fall. Man konnte ungefähr bei 18.200 knapp darunter auf der Short-Seite eben einsteigen. Und meine Kursziele waren ja dann zunächst die 18.000-Punkte-Marke, danach die 17.600 bis 17.800, anschließend die 17.400. Und dann haben wir noch natürlich das große Ziel 17.000. Dazwischen gibt es auch noch so ein Gap zwischen 17.1 bis 17.150. Aber übergeordnet wäre die 17.000-Punkte-Marke natürlich ein sehr interessantes Level, denn das war in der Vergangenheit eine massive Widerstandszone. Hier hat der DAX sich sehr lange aufgehalten, ist immer wieder an der 17.000-Punkte-Marke nach unten weggebrochen. Aber dann kam es eben irgendwann zu diesem entsprechenden Ausbruch Mitte Februar und der Markt ist deutlich nach oben angezogen, bis an die 18.600-Punkte-Marke. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, der Montag nach Ostern, das war ja hier Feiertag, und da gab es aber trotzdem DAX-Indikationen, die standen sogar teilweise bei 18.630, 18.640 Punkten in etwa, soweit ich mich erinnere. Und genau am nächsten Tag, aber mit dem ersten Handelstag im April, wurde die Abwärtsbewegung eingeleitet. Und aktuell sieht es immer wieder sehr stark nach Abverkäufen aus. Sieht man ja auch hier in diesem Chart, viele rote Kerzen. Und das ist natürlich fürs Intraday-Trading phänomenal. Also das ist jetzt genau das Umfeld, was ich brauche. Für mein Daytrading ist das genau richtig. Erhöhte Volatilität und was passiert? Der Markt steigt immer wieder mal langsam an und dann gibt es wieder von oben einen drauf. Steigt langsam an, es gibt wieder einen drauf. Das heißt also, wenn man wie ich viel auf der Short-Seite unterwegs ist, dann ist das natürlich wunderbar, denn man läuft mit diesen Positionen dann schnell in den Gewinn und kann natürlich dann wiederum schnelle kurzfristige Gewinne mitnehmen, wieder dann abwarten, Markt steigt wieder, langsam sukzessive einsteigen und wieder kommt der Markt runter und man kann dann entsprechend wieder Positionen veräußern. Und ihr wisst ja, dass ich sehr viel mit Teileinstiegen und mit Teilausstiegen arbeite und die 17.600-Punkte-Marke bis 17.800-Punkte-Marke, das ist jetzt hier ein Unterstützungslevel und wir sind genau momentan in diesem Level, wo zumindest der Markt jetzt mal so eine kleine Verschnaufspause einlegt. In der Vergangenheit, Ende Februar bis Mitte März, war das nämlich hier auch so ein Level, wo sich der DAX zumindest mal etwas aufgehalten hat, bevor dann eine weitere Aufwärtsbewegung stattfand. Also die 17.6 bis 17.8, die müssten jetzt nach unten durchbrochen werden, dann wäre das nächste Kursziel im Bereich 17.400, dann 17.100 bis 17.150 und dann eben entsprechend die 17.000-Punkte-Marke. Wenn wir Richtung 17.000 zurückfallen sollten, dann wird es sogar langsam interessant, sich mal die Long-Seite anzuschauen, denn wir werden uns gleich natürlich verschiedene Vorfilter noch dazu angucken. Dann sei noch angemerkt, gerade gestern, weil eben auch die Frage kam, wollte ich noch kurz darauf eingehen, habe ich jetzt länger nicht mehr darüber gesprochen, beziehungsweise habe euch ja gesagt, dass ich jetzt im Daytrading auch in einem massiven Drawdown war, also in einer Verlustserie. Die Trades, wo ich auf der Short-Seite war, liefen ja unfassbar gegen mich. Der Markt ist gestiegen, Positionen wurden ausgenockt und die nächsten Positionen liefen auch direkt wieder ins Minus und so weiter und so fort. Und gerade gestern und heute bin ich jetzt wieder im Daytrading-Depot auf neues Allzeithoch gesprungen. Also dieser Drawdown, der konnte jetzt sehr schnell
aufgeholt werden. Jetzt sogar neues Allzeithoch im Depot. Im Midterm-Trader bin ich weiterhin im Drawdown, das sei auch dazu gesagt, aber zumindest im Short-Term-Trader, im DAX Daytrading, da wurde ein neues Allzeithoch erreicht, weil eben das Umfeld jetzt wieder prädestiniert für mein Trading ist. Und die erhöhte Volatilität, die hat jetzt eben dazu geführt, dass auch schnell die Positionen alle immer wieder in den Gewinn gelaufen sind und somit kamen natürlich auch entsprechend viele Trades zustande. Heute auch wieder Position auf der Short-Seite eröffnet und dann entsprechend wieder verkauft und daher auch aktuell flat und ich warte jetzt auf ein neues Kursziel aus meinem Handelssystem und dann werden neue Positionen eröffnet. Dazu vielleicht auch noch gleich der Hinweis, ihr wisst ja, dass ich noch den Telegram-Channel natürlich habe, warum auch nicht, der wird natürlich weiterhin betreut und sehr aktiv betreut. Wir haben mittlerweile über 1900 Teilnehmer, die hier dabei sind. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann kommt doch gerne dazu. Ihr findet diesen Telegram-Kanal auf der Telegram oder in der Telegram-App unter IK-Invest. Und dort gab es zuletzt auch mal wieder einen entsprechenden Trading-Tag, eine Live-Session. Ich hatte das ja wieder gestartet. Auch dann konnte wieder ein Gewinn hier erzielt werden. Ich mache das jetzt ab und zu mal, dass ich sage, Achtung, morgen oder Achtung, heute gibt es eine Live-Session und dann poste ich quasi jeden Trade in den Discount-Optionsschein, der stattfindet und mittlerweile beträgt der Gewinn in diesen Live-Sessions, die alleine hier bei Telegram stattgefunden haben, 2.150 Euro. Das waren hier 2.110, dann kamen nochmal 40 Euro dazu. Also 2.150 Euro, das ist bisher der Gewinn, der ja stattgefunden hat. Und es gab bisher nicht viele Live-Sessions. Also das hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Und da habe ich auch mal ein Bild gepostet, wie man sieht, machen auch mittlerweile sehr viele mit. Eine Übersicht der heutigen Trades im Discount Put war jetzt aber nicht von heute, sondern von zuletzt. Und da kann man dann nämlich wunderbar hier sehen, wie eben vor die Tage gar nichts passiert ist und auf einmal haben wir losgelegt hier im Telegram-Channel mit den entsprechenden Trades und man sieht, wie viele hier entsprechend mitgemacht haben und da war es auch wieder so, in die Abwärtsbewegung hinein, das ist jetzt der Schein, also der Discount-Put, wurden Discount-Put-Positionen immer weiter aufgebaut und dann ist der Preis wieder angestiegen und die Positionen konnten entsprechend im Gewinn veräußert werden. Also, wenn ihr noch nicht dabei seid, ist es ja ohnehin komplett kostenlos, einfach mal dazukommen und dann könnt ihr euch anschauen, ob das für euch passt oder eben nicht. So, dann nochmal zu den verschiedenen Vorfiltern. Wir schauen nochmal auf den Dekadenzyklus. Und zwar sehen wir ja hier bei den Viererjahren, dass es bis Ende Mai in etwa tendenziell fallen sollte. Dann gibt es wieder einen Anstieg, wieder eine Korrektur bis in den Herbst hinein, dann wieder ein Anstieg. Aber aktuelle Situation bis Ende Mai etwa abwärts, dann Aufwärtsbewegung. Bei den US-Wahljahren, da sieht es ja sehr ähnlich aus, auch da sollte es von Anfang April bis Ende Mai fallen und genau Anfang April, haben wir eben gesehen, gab es das Zwischenhoch und seitdem kommt der Markt unter Druck, also auch die US-Märkte natürlich, also zumindest die US-Wahljahre für den Dow Jones zeigen auch bis Ende Mai abwärts, dann aber eine entsprechende Gegenbewegung könnte stattfinden. Heißt also im Klartext, das ist das, was ich eben schon gesagt habe, sollten wir jetzt wirklich in Aktienmärkten eine weitere Korrektur sehen, dann wird es Richtung Mai, Mitte Mai, Ende Mai für mich auch wieder interessant, sich die Longseite mal anzuschauen. Gerade wenn wir uns nochmal den DAX angucken, wäre es natürlich super interessant, wenn wir Richtung Ende Mai, sagen wir mal, auf die 17.000-Punkte-Marke zurücklaufen würden, denn dann hätten wir eben eine positive Zyklik ab Ende Mai. Plus auch aus charttechnischer Sicht wäre es natürlich sehr interessant, hier in der Region 16.800 bis 17.000 Punkten Long-Positionen aufzubauen. Denn das ist eben, wie gesagt, aus der Vergangenheit eine massive Widerstandszone. Und das wird dann entsprechend jetzt natürlich als Unterstützungszone angesehen. Die US-Wahljahre auf den DAX umgemünzt sehen natürlich sehr ähnlich aus. Auch hier von Anfang April bis Ende Mai soll es zunächst einmal korrigieren, dann eine Gegenbewegung einläuten bis in den September hinein, dann wieder eine Abwärtsbewegung in den US-Wahljahren für den DAX. Und auch das würde also dafür sprechen, dass wir jetzt zunächst einmal zurück weiterkommen, dann aber eine entsprechende Gegenbewegung stattfinden könnte. Das Sentiment die letzten Tage war interessanterweise noch neutral, obwohl es jetzt zuletzt ja etwas volatiler zuging, waren die Marktteilnehmer noch nicht wirklich ängstlich. Also das war weiterhin neutrales Niveau. Heute aber driftet dieser Fear and Greed Index in den Angstbereich. Und jetzt muss man natürlich klar sagen, das ist ein Kontraindikator. Allerdings sind wir noch nicht so weit fortgeschritten. Sollte jetzt der Markt wirklich weiter zurücksetzen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir auch hier in den extremen Angstbereich übergehen
Und das würde natürlich dann wiederum anzeigen, dass es interessant sein könnte, sich die Long-Seite anzuschauen. Also mein Idealszenario wäre damit, dass wir jetzt in den nächsten Wochen weiter zurücksetzen bis in den Bereich um 17.000 Punkte. Und dann könnten wir uns langsam mal anschauen, ob es wieder interessant wird, Long-Positionen aufzubauen mit Discount-Calls oder auch natürlich mit zum Beispiel Mini-Futures. Aber in der Regel macht es natürlich dann Sinn, sich auch vielleicht mal Discount-Calls reinzunehmen, denn dann hat man zumindest noch mal einen Puffer, sollte der Markt noch weiter zurücksetzen. So, dann noch der kurze Hinweis. Ich werde dieses Webinar natürlich gleich auch wieder auf meinen YouTube-Kanal hochladen, falls ihr diesen noch nicht abonniert habt. Ich kopiere gerade noch mal den Link hier in den Chat rein. Ihr könnt dann einfach, wo bei mir hier Kanal anpassen steht, auf den Button Abonnieren drücken. Dann nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video von mir veröffentlicht wird. Und ihr seht schon, die letzten Webinare sind hier auch alle veröffentlicht. Auch hier zum Beispiel diese DAX-Analyse, als wir darüber gesprochen haben, vor 11 Tagen war es, wie hier steht, da gab es mittlerweile über 2700 Aufrufe. Also das war perfekt vom Timing, wo wir halt sehr ausgiebig darüber gesprochen haben. Das war ja das Sonntagswebinar, das ich alleine gehalten habe. Also das hat soweit sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt schaue ich gerade nochmal rein. Der Niklas fragt noch, wie hast du das mental gemacht? Also mit dem Drawdown, das muss man irgendwann akzeptieren. Es gehört einfach dazu, solche Verlustserien. Und wenn man entsprechend lange tradet, dann ist man auch irgendwann bereit, diese Dinge zu akzeptieren, Demut mitzubringen, zu wissen eben, dass es vom Timing ohnehin immer brutal schwierig ist und dass solche Verluste einfach dazugehören. Aber was gehört eben auch dazu? Es gehört dazu, trotzdem an seiner Systematik weiter festzuhalten. Und bei mir kommt natürlich diese Sorge viel, viel später auf als bei vielen wahrscheinlich, die noch sehr neu beim Trading dabei sind. Die werden ja schon oftmals nervös, wenn der Markt 100 oder 200 Punkte gegen einen läuft. Bei mir kommt das natürlich viel, viel später. Aber irgendwann kommt es vielleicht auch, dass ich zumindest denke, oh, jetzt läuft es aber deutlich gegen mich. Allerdings greife ich dann trotzdem nicht in die Systematik ein, weil ich natürlich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Denn wenn ich dann aufgrund meiner Emotionen Trades machen würde, dann hätte das nichts mehr mit der Systematik zu tun. Und das muss man sich immer wieder klar machen, dass man da einfach dann nicht eingreifen sollte. Jeder ist natürlich für sich selber verantwortlich, aber es macht keinen Sinn, wenn man einen statistischen Vorteil hat, dort entsprechend einzugreifen. Und man sollte natürlich vorneweg die Position klein halten. Ich musste gerade kurz sagen, weil der Mike geschrieben hat, ein großes Konto. Klar, ein größeres Konto hilft natürlich auch. Ich hatte gerade gestern, ich bin nämlich eben erst zurückgekommen, ich hatte gerade gestern einen Vortrag in Wien und bin dann heute wieder zurückgeflogen. Daher auch froh, wenn ich mich nachher dann etwas ausruhen kann. Denn ich arbeite natürlich dann trotzdem weiter in dieser Zeit auch im Hotel. Dann noch die Präsentation dazu und alles, was dazugehört. Und habe mich da mit vielen Kunden natürlich auch unterhalten. Und da war, unisono war die Aussage eigentlich, wenn die Konten steigen, dann wird es in der Tat auch irgendwo einfacher, weil man ruhiger wird. Vor allem, wenn man die Position dann nicht zu groß macht, sondern klein behält, dann wird es deutlich entspannter mit dem Trading. Aber ich habe euch ja schon gesagt, man kann das Ganze natürlich auch super umgehen, indem man zum Beispiel sich die Discount-Optionsscheine auch für das aktive Trading anschaut. Denn damit kriegt man auch deutlich mehr Ruhe rein. Und ich bin immer wieder begeistert. Auch gestern in Wien wurde ich von 2 oder 3 Personen angesprochen, die auch dabei sind und sagen, das ist super mit den Discount-Optionsscheinen. Das hat mir sehr geholfen, endlich mal erfolgreich zu sein im Trading. Und gestern die Veranstaltung war nur für die Premium-Kunden sozusagen des Brokers. Daher sind das dann schon Personen, die auch sehr viel traden. Und das freut mich natürlich, wenn man es schafft, wenn wir es schaffen, in der Gruppe durch solche Produkte endlich mehr Ruhe ins Trading zu bringen. Also es muss nicht immer nur das große Konto sein. Es kann auch ein kleineres Konto sein. Allerdings muss man sich dann natürlich sehr zusammenreißen. So, dann sind wir auch soweit durch. Wir haben fast eine Punktlandung hingelegt. 1 Minute haben wir noch, aber jetzt mit der Abmoderation sozusagen werden wir dann auch die 20 Uhr erreicht haben. Von daher, ich freue mich und sage danke, dass ihr so zahlreich dabei wart heute. Wie gesagt, werde ich das Video gleich dann direkt auf dem YouTube-Kanal hochladen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Weiter natürlich gute Trades. Das Wichtigste, bleibt gesund und munter. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche Donnerstag wieder einschaltet. Da bin ich dann tatsächlich nicht dabei, weil da der Journalistenpreis in Stuttgart verliehen wird. Und ja, dann ist ja auch die Invest ansteht. Also da bin ich nicht da. Dementsprechend wird der René dann das Webinar alleine machen.
wenn er da ist. Ansonsten müssen wir es leider dann vielleicht bei einmal verschieben. Das kläre ich nochmal ab. Also, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.